Die Halbposition, da wird sicherlich auch gleich die Sperre von außen nochmal kommen. Man sieht, es ist viel Platz da. Man muss es jetzt eben halt einfach nutzen. Schrittfehler gegen Sebastian Nuklis. Und nach 15 Sekunden jetzt sehen wir nochmal einen schnellen Angriff und dann geht's in die Halbzeit. Lars Klütermann nutzt die Lücke. 14-7 und die Halle steht. So hat man sich das vorgestellt. Der direkte Wurf soll jetzt beendet werden. Und Perry pickt den Ball. Riesenbilder, Jubelbilder jetzt schon fast. Auf Seiten Banskommandant kann sehr zufrieden sein mit der ersten Halbzeit. Naja, ich sag mal so, der Torhüter eben auf Güstrower Seite hat da, glaube ich, die Situation nicht mitbekommen. Nicht mitbekommen, dass es nur noch so kurz zu spielen war. Er spielt den Ball früher raus, dann hat er immer noch eine Möglichkeit für einen konsequenten Angriff. Gut, und damit gehen wir in die Halbzeit. 14. So, und weiter geht's mit den ersten Worten von Bürger Frind, wie im Training. Und jetzt sehen wir das, beide Spieler aus, beide Halben aus dem Spiel genommen, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Aber wir haben kurz mal ein bisschen uns unterhalten in der Pause jetzt mit den anwesenden Gästen hier, meinen, das wird noch eine heiße zweite Phase. Und ich beginne erstmal mit einem Wurf von Mario Seider, abgefangen von Pötsch. Und da wird jetzt die Frage sein, Daniel Bach mit 7 Toren, Lars Klütermann mit 3 Toren. Ansonsten waren es nur 4 vom Rest. Ob die jetzt den guten Torwart, wie du es ja angesprochen hast, überwinden können. Und jetzt erstmal das Tor für Güstrow zum 14-8. Und zum zweiten Mal scheitert die Bansko am Torhüter, aber es gibt 7 Meter für Marco Ohm. Und das Tor für Güstrow, Sebastian Nuklis. Naja. Das, was ich auch gesagt habe. Es bietet sich viel mehr Platz und Birger hat ja reingerufen wie im Training. Damit meint er auch sicherlich, Parteiball spielen, Spiel ohne Ball, viel bewegen und sie tun sich damit keinen Gefallen, die Leute kurz zu nehmen. Ich glaube, da hat Bansko jetzt mittlerweile zu viel Erfahrung drin, als dass es sich nochmal überraschen könnte. Ja, das Tor jetzt von Henrik Zapp, den 4. 7 Meter sicher verwandelt und man hat eben nochmal gesehen, wie Bürger Frind, Klütermann und Bach nochmal zur Seite genommen haben und Nuklis mit seinem zweiten Treffer in dieser Halbzeit schon 15-9. Da soll jetzt nochmal ein bisschen was passieren und ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt entsprechende Sperren stellt, wie du das vorhin gesagt hast. Ich möchte kurz nochmal auf die 7 Meter zur Sprache kommen. Du sagst ja hier als Zuschauer, Henrik Zapp, du freust dich auf eine Show, auf die eine oder andere Anlage beim 7 Meter. Und da, es war eine schöne Variante gespielt, Henrik Strauß. Mit deinem ersten Treffer, 16-9. Wie sieht man das als Trainer? Du hast ja selber eine 7-Meter-Spezialistin an der Linke. Wenn sie jetzt damit anfangen würde, was sagt man als Trainer dazu? Ich weiß nicht, was Anna da machen würde, wenn sie Sonnenwürfe in sich nimmt. Also momentan ist es mir egal. Sie hat 100% und da kann sie auch ruhig bei bleiben. Wenn sie da dreht, Heber macht, ist mir das egal. Hauptsache, sie sind drin. So, und Bansko Lezze reagiert jetzt auch mit einer doppelten Manndeckung. Ja, also sie sind jetzt so passiv am Spiel, die beiden. Man sieht das, Lars beobachtet das Spiel, Daniel auch. Vielleicht hat Birger auch kurz gefragt, ob er ein paar Skatkarten rüberreichen sollte. Weil, ich meine, das ist jetzt wirklich nur noch ein Spiel, 4 gegen 4. Ja, aber man hatte das mal gehört von Lars Klütermann, der nach so einem Spiel meinte, er wollte sich erst noch einen Kaffee holen von draußen. Es wäre wahrscheinlich gegangen. Und da muss Henrik Strauß natürlich die Hände weglassen, sonst gehört man ganz schnell mal 2 Minuten. Aber jetzt der schnelle Ball von Güstrow und Perry Mike Stenzel.
Felix Frick. Felix Frick. Und wieder die Sprechchöre für Barry Mike Stenzel. Aber Steff, du hast eben sofort reagiert und mit deiner Spielerin gesprochen. Was sagst du dir als Trainer? Ich habe nur gefragt, warum wir momentan nicht in der Lage sind, von unseren Torhütern solche Bälle halten zu lassen. Und das war ein No-Look-Pass von Förster wieder raus und der ist drinne von Felix Frick, sein erster Treffer in diesem Spiel. Und der aus einem geht beim Torwart durch, wo er nicht durchgehen darf, nämlich in der kurzen Seite. Den darf Perry auch halten, das ist auch richtig. Nein, aber er hat jetzt so viele Freie gehalten, dass er mal auch einen so zugestehen darf. Und es ist eben halt so, Barry ist ein sehr, sehr impulsiver Spieler, der einfach auch die Emotionen braucht. Und das sieht man hier immer mit mir. Ja, und ihr Marco Omen dessen von außen sicher, zweiter Treffer, 17-10. Und da hängt er am Gegenspieler dran. Und da gibt es die 2 Minuten gegen Marco Omen. Wie gefordert. Das ist gerade der Fall bei Geschmack, dass der Schiedsrichter sie eigentlich nicht geben wollte und sie lautstark von draußen gefordert wurden. Also es ist eine 2 Minuten Strafe wirklich mit Beigeschmack. Ja, aber jetzt, Herr Bansko, die offensive Deckung natürlich wieder aufgelöst mit einem Mann weniger jetzt. Versucht natürlich die Abwehr zu stellen. Schön durchgespielt und wieder ist es Mike Stenzel, der den Ball hier abgreift. Und da hat er den Dreher versucht, Stenzel fängt den Ball und Güstrow muss noch angreifen. Das macht Stenzel natürlich clever, jetzt lässt den Ball liegen, Kai Güstrow geht hin, bringt wertvolle Zeit in Unterzahl. Ja, vor allem bei so viel Passivität oder wenn man so lange braucht, den Ball zu holen, dann kann es auch mal sein, dass die Schiedsrichter einmal schneller den Arm heben und passives Spiel anzeigen. Und das darf natürlich nicht sein. Da beschwert sich Kröger wohl über Schauspielerei, kriegt dafür sofort 2 Minuten und schwächt damit seine Mannschaft natürlich zusätzlich. Ja, ganz klar, das ist natürlich unnötig, das ist eine Undisziplin, die darf nicht sein, aber wirklich, ich frage mich auch gerade, was mit dem Spieler da los war, ob er seine Beinmuskulatur auch einmal komplett verloren hat, weil das ist unnötig, das ist wirklich Schauspielerei. Damit kennst du dich ja aus. Ja, ich sage mal, Schauspielerei, wie es gerufen wird, das ist eine Verunglimpfung eines Berufsstandes, weil das ist harte Arbeit. Das möchte ich in dem Sinne mal sagen. Arbeite dann eben. Ja, jetzt ist es noch wichtiger, locker auf den Beinen zu sein, zur Ballseite zu verrücken. Ich glaube, das werden sie trotzdem gut überstanden, die Überzahlsituation. Jetzt Stefan Förster mit dem Tor, seinem dritten in diesem Spiel zum 17-11. Welche Möglichkeiten hat man jetzt? In Unterzahl, 4 Leute im Angriff und dann 2. Ein Manndeckung genommen, das heißt, wir spielen jetzt 2 gegen 4. Ich habe jetzt in Handball-Grundlehrgang gelernt, mit Doppelpässe spielen, das wäre das Mittel gewesen, aber jetzt Schrittfehler von Mario Seider. Da wird Stürmerfoul reklamiert, das ist jetzt die wilde heiße Phase, die wir erwartet haben. Abgepfiff, es gibt Freiwurf für Güstrow. Und Marco oben wieder auf dem Feld. Das heißt, Bansko füllt mit einem wieder auf. Trotzdem der Wurf von außen von Sebastian Nuklis. Sein 2. Treffer, 17-12. Und da hat man es gerade gesehen, die Güstrower schnuppern jetzt Morgenluft. Aber man gehört mit 3 gegen 4, nachdem man Klütermann und Wachter aus dem Spiel nimmt. Und Wach wird da gestellt, kann sich aus der Manndeckung lösen. Aber kein Erfolg, jetzt Klütermann, der sich auf der Manndeckung löst. Und es wird abgepfiffen. Aber erkennt man da die Abgeklärtheit und Coolness von Lars Klütermann, dass er da eben im Gegensatz zu Guido Kröger vorher sich eben nicht beschwert und nicht die 2 Minuten kassiert?
Aber ich glaube, Guido ist auch alt genug. Auch nur eben halt 100% beim Spiel mit dabei, mit Emotionen. Dass so eine Aktion mit dabei ist, das ist nicht abgeklärt. Auch Lars hat sicherlich solche Aktionen schon mit dabei gehabt. Ja, und jetzt haben wir kurz gesehen, haben sie für alle für Daniel Wach gestellt und der Ball bleibt im Block hängen. Aber führe ich weiter aus. Ja, ist natürlich schwierig. Wenn das so geballt ist, keine weitere Anspielstation, dann muss er sich den Wurf nehmen. Das ist natürlich schwer dann. Und wieder hat Schenzel die Hand am Ball, holt sich den Ball. Und Manskulets jetzt wieder komplett und man hat mit doppelter Unterzahl, mit einem Gegentor, da kann man mit leben, würde ich sagen. Das ist ja das, was ich gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass sie die Überzahl- oder beziehungsweise Unterzahlsituation gut überstehen. Aber jetzt ist wichtig, dass auch wieder der Torerfolg, der regelmäßige Torerfolg dabei ist, dass man eben halt nicht zu lange für die Tore arbeiten muss oder dass man 2-3 Anläufe dafür braucht. Man muss jetzt einfach konsequent dabei bleiben, Zug um Zug, gut aufgepasst von Marius. Also das, was mir jetzt nicht so gefällt, ist die Art und Weise, wie die Schiedsrichter pfeifen. Das geht zu sehr in eine Richtung. Das sind auch Aktionen, die kann man im Männersport laufen lassen. Das war jetzt erstmal Freiburg für Güstrow. Verwertet von Stefan Förster zum 17:13. Und jetzt kommt das, was wir angesprochen haben, die heiße Phase in der zweiten Hälfte. Und jetzt hat man eigentlich mit Kröger noch einen Rückraumschützen, mit dem man jetzt arbeiten könnte. Muss natürlich aber aufpassen, er hat schon zweimal zwei Minuten. Man versucht jetzt eben dann noch einen zusätzlichen Rückraumspieler mit ins Spiel zu bringen. Was aber, es ist viel Platz da. Man spielt 4 gegen 4, wir haben es vorhin schon erwähnt, 4 gegen 4. Die Abwehr ist relativ groß, sehr schwerfällig. Da machen kleine Spieler, flinke Spieler mehr Sinn, um die Abwehr noch mehr in Bewegung zu bringen. Eben halt solche Typen wie Seider, wie Strauß, wie Ohm. Sie Meter jetzt geholt, weil Guido gut nachgezogen hat, die Aktion bis zum Ende durchgeführt hat. Es wird nochmal gewürscht und Henrik kommt wieder. Mal gucken. Ich warte wieder auf was. Ja, wir hatten es bisher immer abwechselnd. Der letzte war wieder etwas kunstvoller und ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass er den jetzt direkt. Einfach cool und trocken. Cool und trocken durch die Hände durch. Durch Hand und Bein durch. Der 5. 7 Meter zum 5. Verwandelt ineinander, kann man nicht mehr gern. 18:13.